Breitbau ist definitiv einer der ganz großen Trends momentan beim Tuning. Und wo Breitbau ist, da darf Rauweltbegriff auf gar keinen Fall fehlen. Wir haben Rauwelt schon jetzt vor einigen Wochen auf der SEMA gesehen in den USA, die größte Tuningmesse dort. Dort hatten wir zahlreiche getunte Porsche von Rauwelt. Hier haben wir jetzt auf der Messe zwei stehen. Besonders gut gefällt mir der in Mattschwarz und der kommt auch noch zu dem von Ruf. Eine ganz feine Geschichte. Zu Rauwelt muss man einfach sagen, das ist ein Japaner, Akira Nakai. Und wenn man sich so ein Bodykit von ihm bestellt, das fängt ungefähr bei $22.000 an, dann kommt der Akira Nakai persönlich zu einem geflogen und baut das Ganze hier dran. Das ist dann auch ein künstlerischer Akt, sagen viele. Und für $22.000 bzw. Dollar, ja, da fängt das Ganze auch erst an, weil man muss den eben auch noch einfliegen lassen. Und der fängt dann auch noch an, hier Performance-Teile mit einzubauen und. Also das ist auf jeden Fall nicht günstig, sieht aber richtig gut aus. Hier an dem Kotflügel sieht man besonders gut, warum das Ganze eben auch Rauwelt heißt. Es ist einfach letztendlich aus dem Englischen übersetzt von rough, also wirklich rau und dreckig. Und ganz besonders hier eben der Übergang, der wird durch diese Kettelung dann eben auch unterbrochen mit den Nieten. Also das sieht echt martialisch aus, aber es passt zu Porsche, weil wenn man sich die ganzen alten GT3-Modelle anguckt, die hatten letztendlich auch schon so ähnlich aufgesetzte Verbreiterungen und von daher ja, passt einfach. Rauweltbegriff, das war schon der Trend auf der SEMA in Las Vegas, jetzt hier in Essen auf der Motorshow und das passt irgendwie auch zum Breitbau, denn da kommt man einfach nicht mehr dran vorbei.